Hey, du kommst zu einer Anfolge Mortal Kombat 1 und ich würde sagen, wir machen wieder weiter mit der Kampagne. Wir müssen weg. Die Verstärkung ist schon auf dem Weg. Die Kunde von seiner Ankunft eilt euch voraus. Ergebt euch und niemand wird verletzt. Lass uns durch, Tanya. Die Imperatorin ist in Gefahr. Er sagt, dass Sheng Tsung und General Shao gegen sie angehen. Der General? Und du glaubst einfach derartige Lügen? Du erweist dich wieder mal als unfähig, das Königshaus zu beschützen. Fight. Okay, nächster Kampf gegen Tanya. Oh, geil. Ich glaube, jetzt hat sie gerade fast in X, also sie ihren Fake Blow gemacht. Warte, der ist unten, da haben wir hier schon. Wir verschwenden wertvolle Zeit, Tanya. Beenden wir es. Da ist so kein Kurz reingekommen. Ach Scheiße. Wir haben sie. Tut mir leid, dass es notwendig ist. Priesterin. Ihr wisst, wer ich bin. Was ich an eurer Seite geleistet habe. Ich bin nicht mehr willkommen. Doch im Inneren bin ich eine Umgadi. Ich werde mich immer an meinen Eid halten. Er ist hier, weil die Imperatorin in Gefahr ist. Stellt euch gegen uns und sie wird gestürzt. Kämpft mit uns und wir retten das Reich. Du hast mich nicht getötet? Wir wollen dir nichts tun. Und um das der Imperatorin zu beweisen, musst du leben. Kannst du es wagen, Li Mei? Erst lässt du zu, dass Jared getötet wird? Und jetzt, dass Lu Kang meine Familie vernichtet? Mein Herz brach, als dein Mann starb. Ich verlor meinen Imperator. Und dich, meine beste Freundin. Du wirst mir wohl nie vergeben. Aber lass dich nicht vom Kummer blenden. Wir wollen dir nur helfen. Nein, dein Zustand. Welch Treulosigkeit, Li Mei. Wie kannst du nur dem Erdenreich helfen? Ich handle zu eurem Wohl und zu dem der Außenwelt. Denk doch mal nach, dann erkennst du es. Okay, jetzt gegen Katana. Ach Scheiße, Mann. Oh, Alter, macht die Hüfte schauen. Alter, komm schon. Ja.
Boah, okay, die erste Runde haben wir jetzt noch geschafft. Alter Scheiße, Mann. Alter, das so weiter gewinnt, ist jetzt nichts. Alter, die blockt alles, Mann. Scheiße. Ist jetzt voll geblockt. Nein, Scheiße. Okay, wir haben gewonnen. Du musst klüger sein, Prinzessin. Nein, Melina. Ich verbiete es. Wenn ich mein Leben nicht für den Thron riskiere, bin ich ihn nicht wert. Das habe ich dir beigebracht, Prinzessin. Da warst du noch ein Kind. Das ist lange her. Viel hat sich verändert. Meine Treue zu deiner Familie nicht. Vertrau mir, so wie damals. Bitte, Prinzessin, hör doch. Der Kampf lohnt sich nicht. Vergib mir, Prinzessin. Aber ich lass nicht zu, dass du dich oder andere verletzt. Fight. Okay, nächster Kampf gegen mich mit mir. Scheiße, Mann. Oh, der schaut gerade ziemlich schlecht von hier aus. Alter, das wird knapp. So, komm schon. Und okay, die erste Unterhandel. Alter Scheiße. Okay, das sollten eigentlich noch gewinnen jetzt. Und schon. Okay, das war's. Takat macht uns alle zu Opfern. Gelobt sei Argus. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Nein, Majestät. Unter Freunden gibt es keine Schuld. Ich bin froh, dass sie in Sicherheit ist. Und unser Kampf vorbei. Er ist nicht vorbei. Er ruht nur. Li Mei hat mein Wohlwollen verdient. Ob du es tust, bleibt abzuwarten. Ich will nur Frieden, Majestät.
Schickst du deshalb Spione auf geheimer Mission in mein Reich? Du bist also wirklich der Feind, vor dem ich stets gewarnt wurde. Ich verstehe deine Wut. Doch hatte ich Grund zu der Annahme, dass Shang Tsung eine Gefahr für uns beide ist. Ohne einen Beweis wollte ich dich nicht mit Vermutungen belasten. Und nun? Sie sind wahr. Shang Tsung, Quan Chi, der General. Sie arbeiten daran, unsere Reiche zu erobern. Ein ernster Vorwurf. Wo ist dein Beweis? In Shang Tsungs Labor. Und wenn dich nicht überzeugt, was du dort siehst, überlasse ich dir das Erdenreich kampflos. Wie konnte ich mich so in ihnen irren? Dass Shang Tsung derart verdorben handelt und dass General Shao es billigt, das hätte ich nie von ihnen erwartet. Trotz all meiner Mühen sind weder die Menschen noch Quan Chi die, die sie sein sollten. Du bist nicht für sie verantwortlich. Sie sind Außenweltler. Aber ich habe ihre Schicksale geschaffen. Wie auch viele andere Schicksale zu Anbeginn der Geschichte. Du hast die Reiche erschaffen? Bist du von Sinnen? Halbgott? Jetzt bin ich nur ein Halbgott. Doch einst war ich viel mächtiger als alle Götter Ältesten zusammen. Ich war ein Titan und der Wächter der Zeit. Das ist Garrus. Majestät, eure Hoheiten. Garrus ist der Wächter des Stundenglases. Als himmlisches Objekt von jenseits der Reiche steuert das Stundenglas Zeit und Schicksal. Als ich seine Macht erlangte, lag es an mir, die Existenz neu zu erschaffen. Dies tat ich und begann alles von vorne. Von vorne? Vor dieser Zeitlinie gab es Milliarden anderer. Auch wenn diese die erste aus Liu Kangs Händen ist. Die anderen stammten von seiner Vorgängerin. Der Chroniker war besessen davon, Gut und Böse auszugleichen. Wenn eine Zeitlinie zu sehr nach einer Seite ausschlug, hielt sie die Zeit an, schrieb die Geschichte neu, spielte mit Leben und Ereignissen, stets auf der Suche nach der goldenen Mitte. In früheren Zeitlinien verlieh Chroniker Shang Tsung und Quan Chi Macht über die schrecklichste Magie. Shao war kein General, sondern ein gnadenloser Herrscher und Eroberer. Du, Sindel, warst seine skrupellose Frau, die für ihre Privilegien alles getan hätte. Als ich das Stundenglas an mich nahm, wollte ich es besser machen. In dieser Zeitlinie gab ich den Zauberern also keine dunklen Kräfte. Shao ist dein treuer Anhänger. Und du herrschst streng über die Außenwelt, aber gerecht. Doch jemand hat an Liu Kangs Entwurf herumgepfuscht. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, sie alle wurden von etwas Unbekannten verleitet, wieder zu den Schurken aus ihren früheren Zeitlinien zu werden. Wo wollen wir anfangen? Soll ich mich vor dir verneigen? Erwartest du Verehrung? Nein, Majestät. Meine vorige Rolle wurde mir durch die Umstände zuteil. Ich bin keineswegs göttlich. Du hattest die Macht über die Schöpfung und hast verzichtet? Ich sah, wie sie Chronika verrückt gemacht hat. Ich wusste, mir würde es nicht besser ergehen. Du wagst es, dich gegen die Außenwelt zu richten? Nicht gegen die Außenwelt, nur gegen deine falsche Herrschaft. Deine Unterwürfigkeit macht uns alle zu Vasallen. Du begrüßt diese unaussprechlichen Gräuel und belügst mich über die Gefahren? Dank dir klebt schon Blut des Erdenreichs an meinen Händen. Blut, das nicht hätte vergossen werden müssen. Nicht früher. Sindel, ihr alle, gebt Acht!
Was ist los? Shinnoks Amulett. Es ist eine schreckliche Waffe. Es sollte nicht existieren. Sein Schöpfer ist machtlos, wie von Liu Kang geplant. Noch ein Beweis für eine Einflussnahme von außen. Genug gelabert. Kniet vor dem neuen Imperator der Außenwelt. Leg das Amulett ab. Du kannst es nicht kontrollieren. Glaubst du etwa, ich ziehe ungeübt in den Kampf? Ich bin mehr als bereit dafür. General Shao sendet also die Feinde aus der Außenwelt gegen mich? Er ist ein Narr, sich mit euch Blutsaugern zu verbünden. Fight! Okay, jetzt spielen wir mit Sindel und wir kämpfen gegen die Zauber. Da haben wir nicht. Ach scheiße, Mann. Nein, scheiße. Oh, fuck, Mann. Ich habe ihn zu schaden. Fatal Blow. Okay, Runde 1 haben wir jetzt nicht gewonnen. Okay, Runde 2 sollten sie eigentlich auch ganz leicht gewinnen. Ach scheiße, macht ihr noch einen Fatal Blow. Aber warte mal, das funktioniert oder was? Okay, dann haben wir es eigentlich schon. Du bist nicht besser als Shang Tsungs Monstrositäten. Tanya und deine Töchter. Sie sind nicht tot, nur im Amulett gefangen. Wir können sie retten. Dein Leben kosten. Das bin ich ihm schon mehrfach schuldig. Mein Leben für ihn zu opfern, wäre eine Ehre. Fight! Okay, nächster Kampf gegen Reiko. Okay, Runde 1 haben wir. Verdammt, mach dich nicht unschuldig. Übernimm Verantwortung. Die zwei Runde sollten uns eigentlich auch noch gewinnen.
Ach, scheiße. Ah, das ist ein Bay. Ah, ich hab's gebraucht, oder was? Okay. Ja, was war's? Eure Rebellion wird scheitern. Dein Verrat schmerzt zutiefst, Ray. Du warst immer wie ein Sohn. Ich bin die entwachsene Imperatorin. Sheng Tsung hat mich gelehrt, wie viel Macht in mir verborgen ist. Um sie zu entfalten, muss ich mich frei von Grenzen bewegen. Fight! Okay, jetzt gegen Rain. Okay, Fatal Blow. Was könnt ihr noch gewinnen jetzt? Darf ich gar nicht meine machen? Okay, das war's. Und eins haben wir gewonnen. Okay, Kampf gewonnen. Für mich bist du endgültig gestorben. Deine Herrschaft ist vorbei, Sandel. Ich weiß noch, was für ein kränklicher Junge du warst. Wie dein Vater kämpfen musste, damit du gesund wirst. Und nun spuckst du zum Dank auf seine Ideale. Deine Revolte zerstört, was ihm lieb und teuer war. Fight! Okay, nächster Kampf gegen General Shao. Du hast mich und das Reich im Stich gelassen. Deine Familie ist auf dem Weg. Okay, Runde 2. Wieder sein Fatal Blow machen. Ich hoffe, das macht jetzt nicht. Okay, Kampf gewonnen. Du darfst gehen, General. Das Amulett, Majestät. Ungern. Aber wir müssen eilen, um das Erdenreich zu retten. Ist das ein Befehl meines Schöpfers? Nein, Majestät. Es ist der Wunsch eines Freundes.
Wir sind bereit. Und die Seelenräuber. Lass sie laufen. Die gesammelten Seelen sind sicher noch von Nutzen. Werden Sie sich bei Befehl zurückziehen? Nein. Das sind die treuesten Offiziere des Generals. Sie müssen neutralisiert werden, um die Seelenräuber abzuschalten. So ist es. Teilen wir uns auf. Zu spüren. Wir sind viele. Du bist eine. Eure Seelen gehören bald zu unserer Sammlung. Fight! Okay, spielen wir mit Melina und wir kämpfen gegen Römig. Scheiße. Alter, okay, aber wir haben eigentlich die erste Runde gewonnen. Ihr werdet meine Seele nicht bekommen. Ach, Scheiße. Okay, was sollten wir eigentlich gewinnen? Hoffe ich zumindest. Meine bestimmt nicht, Ermac. Fantastisch, Melina. In einem anderen Leben wärst du sicher um Gadi. Ich ziehe dieses vor, liebste Tanya. Ja. Wir müssen weg. Schnell. Melina, warte. Vater! Vater, bist du es wirklich? Ja, Melina. Dieser Körper besteht aus den Seelen des lebenden Waldes. Meine war auch da. Dein Angriff hat den Zauber gebrochen, der uns hält. Jetzt habe ich die Kontrolle.
Vater! Du bist Umgadi, aber nicht Limay. Ich ersetzte sie nach eurem Tod, Majestät. Sie verließ den Orden, statt ihre Strafe anzunehmen. Strafe? Es war nicht ihr Fehler. Lass uns später darüber reden, Vater. Wir müssen los. Vermisst habe. Sei gegrüßt, Jared. Liu Kang, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du zurück bist. Unsere derzeitige Situation ist wieder einmal ernst. Und wieder werden wir sie überstehen. Meine liebste Sindel, ich stehe dir zu Diensten.